Okay, Leute, in diesem Video wird es super schlüpfrig, mega dirty und krass kinky. Anlässlich des Relaunches der größten Erotikmesse der Welt, der Venus in Berlin, dachten wir uns, was geht eigentlich beim Thema smarte Sextoys? Da gibt's doch bestimmt neuen heißen Scheiß. So mit Bluetooth, coolen Apps, Metaverse oder vielleicht sogar irgendwelchem weirden NFT-Kram. Und wenn wir sowas finden, dann doch bestimmt da, oder? Oder? Falsch gedacht. Gefunden haben wir dort fast ausschließlich 20 Jahre alten Plastikschrott, 90er Jahre Erotik, lahme Bühnenshows und um Himmels Willen bloß keine nackten Männer. Darf ich reingucken? Dazu später mehr. In diesem Video zeigen wir euch, was wir erlebt bzw. was wir nicht erlebt haben und stellen euch ein paar smarte Toys vor, die wir uns auf der Venus gewünscht hätten. Wie beispielsweise das extra für Fernbeziehungen ausgelegte Fernsex-Set von Lovens, die sich miteinander synchronisieren und per App steuern lassen. Bleibt dran. Liebe Hexen, liebe Inter, herzlich willkommen hier bei... Die Komplexität moderner Betriebsumgebungen und steigende Cyberbedrohungen machen es für Unternehmen immer schwieriger, Erkennung und Reaktion erfolgreich selbst zu verwalten. Immer mehr IT-Teams setzen deshalb auf Cyber Security as a Service und arbeiten mit externen Expertenteams zusammen. Mit dem MTR-Service von Sophos gibt es maßgeschneiderten Schutz vor Cyberangriffen. Jetzt informieren auf www.sophos.de. Werbung Ende. Also, wir waren auf der Venus in Berlin. Nach 2 Jahren Corona-Pause feiert die größte Erotikmesse der Welt ihr großes Comeback. So richtig mit Promis wie Michaela Schäfer, ja, oder diesem Dude, der angeblich den Biertornado erfunden hat. Und ja, ich weiß, ihr fragt euch, was zum Geier will die CT auf der Venus? Berechtigte Frage. Wir dachten uns, dass doch bestimmt auch Cutting-Edge-Sexspielzeuge mit passenden Apps auf der größten Erotikmesse der Welt vertreten sein müssten. Naja, und witzig fanden wir es irgendwie auch, dahin zu fahren. Der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr seltsam. Ich fühle mich total beobachtet. Die Venus war viel kleiner, als ich erwartet hatte und bestand eigentlich nur aus 4 Hallen. Eine Art Actionhalle mit Live-Cam-Shows und kleineren Performances, eine mit großer Bühnenshow, auf der so 90er-Jahre-Strip-Show-Erotik aufgeführt wurde, ein Fetischbereich und eine Produkthalle. Nach unserem ersten Rundgang waren wir erstmal super überfordert. Es ist die totale Reizüberflutung. Es riecht nach Popcorn, es laufen 7 Songs gleichzeitig auf voller Lautstärke. Ich habe noch keine so laute Messe erlebt. Und überall sind nackte Mädels. Während die Mädels so präsentiert werden und ungefähr 500 Männer davor, sieht es bei den Jungs, die sich ausziehen, ziemlich leer aus. Sind ungefähr 12 Quadratmeter und schön durch so einen kleinen weißen Vorhang gesichert, damit man auch ja nichts von außen sieht. Darf ich reingucken? Nichts zu machen. Generell war die ganze Veranstaltung aber überraschend harmlos. Zu sehen waren fast ausschließlich Frauen, die sich manchmal ganz nackt, geräkelt und so getan haben, als würden sie masturbieren. Sex gab es keinen zu sehen. Vor jedem Paar Brüste sammelte sich eine riesige Traube Männer, die alle mit Kameras draufgehalten haben. Da fragt man sich, ist man selber einfach zu abgestumpft oder haben die noch nie was von Internetpornos gehört? Hä? Auch der Fetischbereich, vor dem wir im Vorfeld so ein bisschen Angst hatten, war eher so Tupperparty. Bis auf Fesselspiele. Männer, die ausgepeitscht wurden und merkwürdiger Backroom-Teppich-Atmosphäre, gab es nicht wirklich viel Schockierendes zu sehen. Naja, was soll's, wir sind ja auch zum Arbeiten hier. Aber auch im Produktbereich macht sich schnell Ernüchterung breit. Statt Technik finden wir tonnenweise uralten Plastikramsch in ausgeblichenen Kartons, den man weder mit seinen Händen, geschweige denn mit irgendwelchen Schleimhäuten berühren möchte. Da hatten wir auf jeden Fall Besseres erwartet. Denn mittlerweile haben die meisten Sextoys nicht mehr nur einen An-Aus-Schalter. Neuere Modelle können unterschiedliche Intensitäten und Vibrationsmuster abspielen. Und zwar nicht mehr nur per Knopfdruck. Bei neueren Modellen schickt man an seine eigenen Vorlieben angepasste Wünsche wesentlich intuitiver über eine Bluetooth-Verbindung per App an die Geräte. Bei den meisten smarten Sextoys handelt es sich um Vibratoren, die besonders auf klitorale Stimulation ausgelegt sind. Darüber hinaus gibt es Vaginalspannen, die beim
Sex gemeinsam getragen werden, Masturbatoren für Männer, Analvibratoren und andere Stimulatoren. Populäre Hersteller sind WeVibe der deutschen Firma WowTech und Lovens aus Singapur. Die in Berlin ansässige Firma WowTech hat sich mit ihrer Marke WeVibe auf Partner-Toys wie die Paarvibratoren Chorus und Sync spezialisiert. Mit der WeConnect-App lassen sich die WeVibe-Produkte über eine Bluetooth-Verbindung direkt bedienen. Dabei kann man zwischen verschiedenen Vibrationsmustern wechseln oder sich mit Spotify verbinden und die Vibrationen mit dem Rhythmus der Musik synchronisieren. Per Einladungslink und Videochat-Funktion kann auch der Partner die Kontrolle über das Toy übernehmen, also eine super Sache für Fernbeziehungen. So ein Paarvibrator wie der Chorus kostet ca. 200 Euro. Übrigens geht das alles ohne Registrierung und ohne, dass die App Daten speichert und an irgendwelche Server funkt. Nicht so datensparsam sind die Toys von Lovens. Der Hersteller aus Singapur entwickelt Hard- und Software für Sextoys und Virtual Reality und bietet eine ähnliche Auswahl an verschiedenen Toys. Im Gegensatz zu WeVibe muss man sich aber direkt beim Start der Lovens Remote App mit einer E-Mail-Adresse und Kennwort registrieren. Und zumindest ich fände das ja ein bisschen unangenehm, dass da irgendwelche doch intimen Vibrationsmuster mit einer Mail-Adresse gekoppelt sind. Naja. Die App bietet ähnliche Funktionen wie die WeConnect-App, lässt sich aber noch zusätzlich mit einem Lovens Media Player verbinden. Mit diesem können eigene Video- oder Audiodateien geladen und manuell oder aus der Lovens-Bibliothek mit Vibrationsmustern ergänzt werden. Abgefahrener wird es bei dem von Lovens sogenannten Fernsex-Set. Das besteht aus dem Masturbator Max 2 und dem Vibrator Nora. Die lassen sich miteinander synchronisieren und können so beide gleichzeitig über die App von einer Person bedient werden oder mit der sogenannten Fernsex-Funktion die Bewegungen von einem Toy direkt auf das andere übertragen. Im Test im CT-Magazin probierte ein Paar die Kombination aus und der Masturbator Max 2 wurde mit That felt good like really really good bewertet. Im Gegensatz zu WeConnect funkte die Lovens Remote App deutlich mehr. Zum Download von Vibrationsmustern kommunizierte sie mit den Servern lovesense.com und hi2.com, einem Amazon-Händler für Lovens-Produkte, sowie mit crashlyrics.com. Sie sendet deutlich mehr Requests als die App von WowTech. Ja, und besonders bei diesem Thema möchte man vielleicht nicht, dass Daten aus irgendwelchen Körperöffnungen irgendwo hingefunkt werden. Wer es richtig datensparend haben will, der kann dafür das Open-Source-Framework Buttplug.io verwenden. Und ja, das heißt wirklich so. Die darauf aufsetzende Software Intiface Desktop ist für Windows, macOS und Linux erhältlich und sie steuert Sextech-Hardware über Spiele und andere Programme wie Kodi oder VLC. Das Framework ist zu zahlreichen Sextoys kompatibel, unter anderem zu den Produkten von Lovesense und WeVibe, und auf der Website findet man eine Liste mit kompatibler Hardware. Unter anderem wohl auch bald für die Nintendo Switch Joy-Cons, Wiimote und PlayStation DualShock Controller. Naja, und das würde ich jetzt aus hygienischen Gründen eher nicht empfehlen. Naja, und auf der Venus gab es das hier. Ganz schön enttäuschend. Was uns dann aber doch überrascht hat, war ein Stand mit Defibrillatoren. Hä? Wir sind hier auf der Venus 2022 mit unserer Initiative Herzlicher Leidenschaftlich und versuchen in der Erotikbranche letztendlich die Betreiber von Clubs, Table Dance Bars und SM-Studios ein bisschen die Aufmerksamkeit zu bekommen für das Thema plötzlicher Herztod und dass wir ein paar Defibrillatoren in die Unternehmen bekommen, dass wir letztendlich, wenn es dann mal zum Notfall kommt, auch eine Möglichkeit haben, dort adäquat zu reagieren. Ist es denn so, dass während des Sex ein erhöhtes Risiko tatsächlich besteht? Also natürlich ist der Sex wie andere Sportarts, die eine körperliche Anstrengung mit sich bringt, natürlich ein potenzieller Risikokandidat. Aber was noch viel wichtiger ist, einfach mal zu bedenken, wie viel zusätzliche Substanzen gerade in diesem Bereich auch immer wieder mal eingenommen werden, ja, die auch sehr stark aufs Herz-Kreislauf-System einwirken und damit dann natürlich wieder eine erhöhte Gefahr dafür geben. Okay, immerhin etwas. Wirklich völlig lächerlich war ein Stand, wo eine Art Porno-Metaverse mit Krypto- und NFT-Elementen promotet wurde. Deren Umgebung sah schlechter aus als das 2003 erschienene Second Life und lief mit knackigen 10 Frames pro Sekunde. Etwas spannender, uns hat ein VR-Porno-Produzent angesprochen, ob wir nicht mal seine Kamera auschecken wollen. Hi, also ich bin Fabian und ich arbeite mit meinem Partner zusammen bei dem Team Kinky Girls Berlin und wir drehen VR-Erotikfilme. Jetzt erzähl mir mal, wie dreht man sowas? Man braucht wahrscheinlich zwei Kameras. Und alles ist tierisch kompliziert. Ja, es gab Zeiten, in denen man zwei Kameras synchronisieren musste, aber auch die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile drehen diejenigen, die wirklich die höchste Qualität haben wollen, mit einer Canon und einem speziellen Objektiv, das auch zwei Augen hat. Der Vorteil ist, wir sind nicht zwei getrennte
Chips drin, die dann in einem Zeilensprungverfahren eventuell nicht 100% synchron sind, sondern es kommt alles auf einen Sensor und entsprechend ist tatsächlich alles 100% synchron. Die Augen laufen nicht auseinander. Manchmal in den alten Kameras war es so, dass der eine Sensor eine Hundertstel einer Sekunde schneller ausgelesen hat als der andere und mit der Zeit, sagen wir mal über 10 Minuten, hatte man einen Sekundeversatz und dann dreht das Gehirn durch. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass wir tatsächlich auf einem Chip die ganze Zeit das Video aufnehmen und dann wird danach die Magie am Computer gemacht, dass aus diesen zwei runden Fischaugen ein Film wird, den man in 3D schauen kann. Okay, dankeschön. Naja, für mich als Kameranerd war das zumindest spannend. Ja, und damit beenden wir unseren Rundgang jetzt auch wieder. So richtig, glaube ich, geht's hier nicht um Sexspielzeug. Und Vernetztes habe ich tatsächlich überhaupt nicht gefunden, was mich echt ziemlich überrascht, weil, ja, es bietet sich irgendwie an. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz froh darüber, weil sowas bringt ja immer auch potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich. Es geht hier hauptsächlich irgendwie um die Shows, vor allem die, in denen die Frauen auftreten. Die, wo die Männer auftreten, werden sehr gut versteckt. Und ja, es gibt viel nackte Haut, sehr laute Musik und mir tun die Füße weh und ich bin komplett heiser.